Willkommen zu einer zweiten Episode unseres Let's Plays XCOM Enemy Within The Long War oder Long War Mod. Jo, das Ganze verkompliziert das ganze Spiel eben enorm. Wir haben gerade eben schon mal ein paar der Änderungen gesehen. Ich möchte euch jetzt nachher nochmal auf eine kleine Sache aufmerksam machen. Es wird mir Spaß machen, wenn ihr vielleicht in euren Kommentaren euch meldet, wenn ihr verewigt werden wollt in meinem Squad, also so ewig der Squad dann eben hält. Also, falls ihr Interesse daran habt, dann schreibt doch einfach in die Kommentare irgendwas rein. Und dann kann ich euch hier in meinen Rooster aufnehmen. Und dann könnt ihr die Heldentaten vollbringen. Ich fange damit jetzt auch mal an, indem ich hier meinen ersten Sniper. Ja, gut, das ist eine Frau. Ist auch eine Frau. Nehmen wir mal. Ist auch eine Frau. Wir müssen hier nochmal jemand aus Deutschland. Elfriede, noch eine Frau. Okay, wir haben keine deutschen Männer in unserem Team. Also muss ich auf irgendwas anderes zurückgreifen. Nehmen wir doch mal einen Amerikaner. Der hat auch ein ganz gutes Aiming hier. Außerdem machen wir jetzt mal mich, den Nachbarn. Customize. Also der Nachbar. Der wird jetzt alle umnehmen. Ich bin ganz fest davon überzeugt. Können wir jetzt auch noch einstellen, dass er zumindest Deutsch spricht. Das gefällt mir. Dann machen wir ihn nochmal ein bisschen europäischer. Der ist ganz cool. So. Schauen, was wir hier noch für tolle Frisuren für ihn finden. Alles klar. Ich habe mein Gesicht total gut getroffen. Ach Gott, was kann man da alles einstellen? Naja, lassen wir es erstmal so. Das sollte jetzt erstmal reichen. Also eine ähnliche Prozedur würde ich dann eben euch auch zukommen lassen. Vielleicht habt ihr auch Frisurwünsche oder sowas, dann kann ich das ja auch hier einbauen. Ich finde, das ist eigentlich immer ganz lustig in solchen Spielen. Vor allem Spielen mit Permadeath, dann eben die Soldaten customized werden können. So, also das letzte Mal sind wir über Research, Engineering, unsere Barracks und auch den anderen beiden Menüs rübergegangen. Eigentlich haben wir jetzt erstmal alles eingestellt. Wir werden uns jetzt zur zweiten Mission bewegen und hoffen, dass nicht Rekruten sterben. Ja, hier sehen wir jetzt ein paar Nachrichten. Zwar die Umrüstung unserer Abfangjäger mit den Armor-Piercing Missiles und Stingray Missiles. Das können wir ja nochmal ganz kurz, das können wir dann auch gleich machen, wenn das Squad für die Mission bereitsteht und ausgerüstet werden kann. Dann können wir da nochmal jemandem die abgesägte Schrotflinte mitgeben. Das ist doch einfach ein Klassiker unter den Waffen. Oh, erstaunlich lange keine Alien-Aktivität. Und da haben wir eine Abduction-Mission. Ja, wie schon gesagt, das Panikmanagement verhält sich hier etwas anders. Es gibt hier keine drei Stück zur Auswahl, sondern jetzt eben nur die eine. Die nehmen wir natürlich auch und packen jetzt einfach mal unsere Rekruten da rein. Ich überlege gerade, ob ich immer einen Veteranen mitnehmen soll in die Mission, dass der eben auch ein bisschen aufsteigen kann, aber ich glaube, am Anfang ist es wirklich besser, nur Rekruten mitzunehmen. Das schmerzt dann auch nicht so, wenn man die dann verliert. Gut, zuerst locken wir die alle rein. Jetzt müssen wir aber noch einiges an Ausrüstung konfigurieren. Eine Sache, die ich am Anfang empfehlen würde, ist schon auch genug Granaten dabei zu haben. Die Kabinenwaffen sind etwas treffgenauer, machen, glaube ich, einen weniger Schaden, wenn ich mich recht entsinne. 3 bis 5. Ups. Die macht 2 bis 4, genau, hat aber eben ein bisschen bessere Accuracy und Mobilität. Ja. Also damit können sich die Soldaten etwas besser bewegen. Dasselbe gilt eben für die taktische Weste. So hätte man jetzt einen sehr agilen Soldaten mit dieser Konfiguration, der aber halt ein bisschen weniger HP hat und ein bisschen weniger Feuerkraft hat. Weiterhin kann man hier halt Anti-Personal Grenades wählen, Alien-Trophäen, die Willenskraft erhöhen gegen Psi-Attacken. Battle-Scanner kann man von Anfang an mitnehmen. Hier kann man sich ja, glaube ich, ups, schon wieder verklickt. Kann man sich ja, glaube ich, einen HP noch mit dazu nehmen, genau. Also kann man hier schon ziemlich viel konfigurieren, gerade am Anfang, um den Soldaten verschiedene Rollen zuzuweisen. Das macht aber dann eher eigentlich erst Sinn, da so richtig einzusteigen, wenn eben die verschiedenen Klassen unlocked wurden.
Ja, wir haben Flashbangs, wir haben Anti-Personal, wir haben Smoke Grenades, HE Grenades von Anfang an. Wir können einen zusätzlichen Schuss in unsere Primary Weapon packen. Und was ich eigentlich immer mache, ist eben den Soldaten am Anfang Laser Sights mitzugeben. Das mal ganz kurz hier, das ist nicht Watanabe, unser wahrscheinlich Japaner, denke ich. Also das gefällt mir eben ganz gut, den Leuten am Anfang immer die Laser Sights mitzugeben, weil sie dadurch halt einfach ein bisschen besser treffen. Und das ist am Anfang einfach kritisch. Zwei Flashbangs ist auch nicht verkehrt, sowas dabei zu haben. Wir sollten auf jeden Fall auch gucken, dass wir ein Medkit mit haben, mindestens eins. Dass wir eben kritisch verwundete Soldaten wieder kampffähig machen können oder eben sogar stabilisieren können, weil sie ansonsten ausbluten würden. Also wir nehmen jetzt mal zwei Medkits mit, geben jedem ein Laser Sight. Wir haben zwei Flashbangs und zwei von den Granaten. Ich denke, zwei Flashbangs ist ein bisschen zu viel für die zweite Mission. Wir nehmen nochmal statt einem zweiten Flashbang hier eine Smoke Grenade mit, um uns ein bisschen besser defensiv eingraben zu können. Gut, bei den Waffen empfiehlt es sich tatsächlich erstmal auf die Kabinenwaffen zurückzugreifen, solange man noch nicht auf die etwas gepanzerteren Gegner trifft. Ist natürlich blöd, wenn man dann so einen Sektuinen schlechter ausschalten kann, weil man die drei Schaden oder die vier Schaden nicht besorgen kann. Nicht so leicht. Aber ja, eine erhöhte Trefferchance gefällt mir persönlich eigentlich besser. Besser zwei Schaden als kein Schaden. Ich glaube, die Logik leuchtet ziemlich jedem ein. Deswegen switchen wir jetzt hier nochmal auf die Kabinenwaffen. Das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Ja, schaut gut aus und starten unsere zweite Mission. Wünscht mir Glück. Also in meinem ersten Testrun von diesem Mod habe ich, glaube ich, in jeder Mission ungefähr einen Soldaten verloren. Das war echt krass. Also muss man sehr, sehr vorsichtig spielen, dass das nicht geschieht. Und sehr, sehr vorsichtig zu spielen heißt halt meistens auch, dass man keine Meldkanister einsammeln kann, dass man keine. Dass man keine. Ach, dass man immer zwei Sachen sagen muss. Okay. Roger, Big Sky. Reading you 5x5. Strike 1 has the green light for deployment. Okay. Wir haben ja ein Hausdach, das gefällt mir schon mal ganz gut. Da würde ich gerne hoch. Aber erstmal sind wir sehr, sehr vorsichtig. Geht mal hier in die Ecke und prüft das Ganze. Und der Rest der Gang wird sich ähnlich positionieren. Ich glaube, ich werde mit mindestens zwei aufs Hausdach gehen, um ihnen Feuerdeckung zu geben, während sie hier die Häuser durchsuchen. Ich könnte auch hier mal das Haus erstmal durchleuchten. Das kann ich aber vielleicht dann hier auch gleich von der Ecke machen. Die Map ist halt ein bisschen problematisch, wenn man hier mehrere Bots, also Gruppen von Aliens, aufdeckt. Kann es eben sehr schnell dazu kommen, dass man umzingelt wird. Das möchte ich unbedingt vermeiden. Sollten vielleicht auch nicht unbedingt die Medics sein, die dann oben auf dem Dach stehen. Wollen Sie mich wieder einschüchtern? Die Smoke Grenade sollte auch nicht unbedingt mit nach oben gehen. Überquer jetzt mal kurz die Straße, hat eine sehr schöne Deckung, um hier zu covern. Flashbang sollte auch nicht aufs Dach gehen, der wird sich hier positionieren und kann dann mal hier in die Wohnung reinschauen. Geht in den Overwatch und hier haben wir den ersten, der jetzt aufs Dach gehen wird. Na, wo hat er die Aliens entdeckt? Auf dem anderen Dach natürlich. Sehr schön. Zwei springen gleich runter. Einer bleibt. 69%. Den Schuss nehmen wir gleich. Und treffen auch. Perfekt. Gut, jetzt haben wir hier unten zwei Stück, die hier ins Fenster gesprungen sind. Ist das eine Deckung? Ja. Geht sie hier hin, dann kann sie hier noch die Flanke von diesem Haus mit abdecken.
Und hier hoppen die beiden dann erstmal und bleiben im Overwatch. Das war jetzt auch ein Medic, sehe ich gerade. Aber ich habe hier noch einen zweiten Medic, mit dem ich hier unten bleiben kann. Es wäre wahrscheinlich nicht schlecht, hier dann reinzugehen und sie rauszutreiben. Habe ich auch noch ein bisschen Deckung nach oben, wirkt mich nicht zu weit, um weitere Viecher aufzudecken. Also weitere Alien-Gruppen zu wecken. Das sollte eigentlich keine schlechte Bewegung sein. Jetzt haben wir da noch einen kurzen Blick auf das Vieh erhaschen können, das sich da echt frei draußen positioniert hat. Also entweder geht er jetzt mit durchs Haus. Oder eigentlich wäre es auch ganz schön, hier unten noch jemanden Overwatch zu haben. Er läuft nämlich in Gefahr, hier einfach flankiert zu werden gleich und einen Schuss abzukriegen. Das wäre fatal wahrscheinlich sogar. Komme ich nicht hin? Nee. Hier komme ich leider auch nicht hin. Und er selber würde hier auch in schlechter Deckung stehen. Ich probiere es mal so. Ich hoffe das Beste. Ganz schlechte Idee. So, nicht unbedingt Taktik. Aber der Overwatch kommt von zwei Leuten und killt verdammt gut. So schön, dass ich den zweiten noch reingesetzt habe. Jetzt haben wir hier leider das zweite Alien und das dürfte jetzt einen Flanking-Shot kriegen, ja. Und dass der verfehlt hat, war echt lucky. Das war richtig lucky. Was auch immer, ja. Jetzt kann ich mich hier auch in die volle Deckung bewegen. Ach, aber bin jetzt weit weg. Das ist ärgerlich. Wie sieht es denn hier oben aus? Kannst du das Vieh nicht sehen? Nee. Er muss sich hier wegbewegen, das ist ganz klar. Ich habe jetzt schon zwei von dreien ausgeschaltet. Hier hinstelle, dann würde er mich eventuell flanken, aber da könnte er dann wieder mit dem Reaction Shot was machen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. 150 kann man auch ganz gut probieren. Ja, da hat ihm leider die Rüstung in seinen Arsch gerettet. Jetzt schauen wir mal, dass wir uns mit ihm hier hinstellen. 59 ist mit der Pistole vielleicht mehr. Okay, ich habe jetzt hier den Flashbang. Ich könnte ihn einsetzen. Was habe ich denn noch? Na, das war jetzt mal richtig beschissen verklickt. So eine Scheiße. Jetzt muss ich das Alien auf jeden Fall ausschalten. Habe ich noch irgendjemanden mit einer Granate, der in der Reichweite ist? Nein. Habe ich irgendjemanden, der ihn flanken kann? Nein. Obwohl, eigentlich müsste sie ihn flanken können. Wenn sie hier ins Haus geht. Hier ist ein Fenster. Das ist kein Sprint. Wie macht sie das nochmal? Es ist jetzt zwar sehr riskant, hier einfach das Gebäude zu stürmen. Aber ich glaube, da waren nur die drei drin. 72 ist nämlich ein bisschen besser. Gib ihm! Das hat jetzt meinen Fehler ein bisschen korrigiert. Nicht unbedingt den Fehler direkt, aber. Ja, ihr haltet hier mal die Stellung. Sie kann noch ein bisschen vorgehen. Jetzt steht er hier nicht ganz so gefährdet. Allein auf weiter Flur. Und sie kann jetzt auch mal ein bisschen nachziehen. Wir haben wieder das verlockende Signal des Melts gesehen, aber dem werden wir wahrscheinlich eher nicht folgen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, hier unten in den Häusern zu bleiben, vielleicht mit den anderen beiden das Dach zu wechseln. Dann hier eben an den Fenstern mit voller Deckung rauszuschießen. Ich will nicht wieder auf der Straße hier rumrennen, wo nur die halbe Deckung der Autos meistens zu finden ist. Das hat sich bisher mal als schlechte Idee erwiesen. Hier ist ein Melt-Container, aber gut. Wie schon gesagt, davon wollen wir uns lieber nicht locken lassen. Schauen wir mal, ob wir mit unseren Jungs hier auf dem Dach was aufdecken können. Werfen wir mal einen Blick hier über die Flanke. Wo ist der andere? Da. Wir bleiben erstmal hier oben drauf.
Die Jungs gehen jetzt in alle ins Haus rein. Gibt's aber auch nur halbe Deckung hier vorne. Könnte auch mal einen Blick hier um die Ecke werfen. Oder hier halt mit dem Wagen ums Eck die Straße sichten. Das ist vielleicht auch keine so doofe Idee. Und sie müsste mal nachladen. Wenn ich jetzt hier vorgehe, fürchte ich, dass ich dann gleich schon wieder Leute, also Aliens, aufdecke. Position ist aber eigentlich eine sehr gute. Also nehmen wir sie mal. Gehen in den Overwatch. Ich muss jetzt mal ein bisschen Strecke machen. Aber am besten auch nicht unbedingt im Offenen stehen bleiben, wobei hier, ja, das ist ganz schlecht. Muss ich da links gehen. Du, Hanswurst, der hier sich so einfach taktisch total schlau angestellt hat, gehst mal hier rein. Und auch in den Overwatch. Haben wir unseren nächsten Hinweis, wie wir jetzt sein könnten? Ich denke, ich sollte das Dach wechseln, ja. Das gefällt mir gut. Vielleicht kann ich das mal doch sogar einsammeln. Wollen wir jetzt hier ums Eck gucken? Ja, wir gucken jetzt hier ums Eck. Immer noch kein Enemy Contact. Komme ich nicht durch. Das erscheint mir ganz sinnvoll. Zweiter Meldkanister. So, jetzt haben wir hier drei und hier haben wir nur zwei. Sollen jetzt hier aber eigentlich auch gleich durchs Haus gehen. Denke, ich nehme ihn lieber hier auf der Seite mit. Oder? Flashbang hat er. Was sind die beiden? Die haben beide nur HE. Ne, ein Medkit und eine HE. Sind ja eigentlich ganz gut aufgestellt auf der Flanke. Aber wenn die jetzt aufs Dach klettern, oder einer von denen, dann gehe ich. Ja, vielleicht hier mal durch. Vielleicht keine schlechte Idee. Ja, doch, doch, doch. Ich glaube, das passt so. Gut. Dann haben sie gerade eine Tür aufgetreten. Ja, die Situation missfällt mir. So, uns erstmal ein bisschen einen Überblick zu verschaffen und vielleicht ein paar Aliens aufzudecken. Ich denke, der Runde kann er noch nicht sehen vom Dach aus. Sie könnte jetzt den Meldkanister holen. Schauen wir mal, ob wir das Glück unserer Seite haben. Sieht gut aus. Jetzt habe ich gerade nicht darauf geachtet, ob ich meinen Medic da hochgeschickt habe. Ah, die Flanke hier ist blöd. Hier gibt es so gut wie keine Deckung. Ich tippe mal darauf, dass die Aliens hier drin sind. Ach, hier schon das Ende der Map. Das ist ganz interessant. Dann wird er sich jetzt nämlich auch hierhin begeben. Und sie noch mal ein bisschen decken weiter mit dem zweiten Overwatch. Und können sie da hinten durch die Tür direkt in den Raum reinsehen, ohne durch die Kammer zu müssen, die davor noch ist. Ist aber eine sehr gute Frage, was ich hier auf dieser Seite mache. Weil die Deckung hier echt furchtbar sind. Sie könnte halt vorgehen und die Aliens aufscheuchen. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ach du Scheiße, das sind gleich beide Pots. El disparo no ha dado. Aquí viene.
Ja, Baby, du stehst hier ganz, ganz schlecht. Bist du besser aufgehoben. Hey, 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 vielleicht sollte ich doch lieber einen zweiten noch aufs Dach ziehen gleich. Mal schauen, was jetzt hier unser. Ich glaube, es waren echt 8 Stück, oder 6 bis 8 Stück müssen es sein. Ich habe es nicht genau gezählt, was die so treiben. Einer im Overwatch. Oh, shit. Ja, die Psy-Attacken sind natürlich bitter, aber zum Glück hat sie sich fürs Hunker Down entschieden. Das ist zumindest keine schlechte Option. 27, ja, die Schüsse, die wir hier machen können, sind scheiße. Brauchen dringend eine andere Position, um auf die zu feuern. Oh je, oh je, oh je. Die hier oben ist natürlich ideal, aber ich komme hier noch nicht hin und will mich jetzt noch nicht zeigen. Vielleicht einen unten lassen oder den dritten auch hochziehen. Ich denke, wenn ich nach oben gehe, werden sie auch ins Haus zurückfallen. Wenn ich hier dann noch einen stehen habe, der die halt ein bisschen behaken kann, ist das gar nicht so schlecht. So, da vorne war jemand im Overwatch, also machen wir lieber ihm auch dasselbe. Und sie. Festigt mal ihr Zielvermögen oder geht auch in den Overwatch. Ich denke, da wird sich jetzt noch ein bisschen was bewegen bei den Aliens. Da kommen jetzt weitere Psi-Attacken. Ja. Oh shit, sie kriegt hier jetzt ein bisschen mehr Schaden. Schon auf 3 HP runter. Oh, zum Glück habe ich da oben gleich 2 Stück auf dem Dach, die dann für Ärger sorgen können. Jo, dann zeig mal, was ihr könnt, Jungs. Jetzt brauche ich eure Power. 3 Aliens in Sicht. 61, 54, 54. Hat sogar 4 in Sicht. 63, 60, 60, 60. So, haben wir denn hier. Flashbang könnte man werfen. Ja, die HE-Granate. Kann aber auch nur einen mit erreichen. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Hier wäre die HE-Granate besser gewesen. Da hätte ich beide wahrscheinlich erreichen können. Einen ziemlich genau, ziemlich wahrscheinlich killen können. Jetzt haben wir sie noch hier im Start. Und sie hat auch eine gute Position. Muss sich aber noch ein bisschen verbessern. Und da kommt der erste Reaction-Shot. Shit. Jetzt hat sie noch ein HP. Ich hoffe, das ganz weiter mehr im Overwatch. Das war jetzt sehr, sehr gefährlich. Am besten. Den Flanking-Shot will ich eigentlich nicht verpatzen. Also nicht vergeben. Ich mach den, ich stehe in voller Deckung. Ich muss jetzt auch mal was killen von den Jungs. Und jetzt können die beiden mal zum Ziel kommen. Die haben ja auch ganz gute Trefferchancen. Nehmen wir mal den hier vorne. Ein Schaden, na toll. Ja, das ist vielleicht auch das Problem bei den Karabinerwaffen dann. Ich glaube, ich gehe hier auf Nummer sicher, um den auszuschalten und schleudere ihm eine Granate vor die Füße. Gut. Und jetzt können die hier theoretisch vorrücken, wenn sie wollen, oder sich eben ein bisschen in Deckung begeben. Wen sieht sie denn? 1%. Vielleicht tauscht sie mit jemandem hier vorne die Position. Bin ich auch schon ein bisschen zu verletzt, um hier jetzt noch groß Action zu machen. Vielleicht schafft sie es auch in ein, zwei Zügen aufs Dach rauf. Wenn ihre Panik aufhört, könnte das sein.
Hier die Position ist wirklich sehr gefährlich. Halbe Deckung will ich nicht nehmen. Hier müsste ich eigentlich einen Schusswinkel haben. Habe ich aber nicht. Dann gehen die beiden hier ein bisschen vor und gucken mal, was die Aliens jetzt treiben, da sie jetzt ja die Jungs auf dem Dach entdeckt haben. Oh, fuck it. Die halbe Deckung und der andere geht in Panik. Scheiße. Ah, verdammte Scheiße. Da habe ich nicht mitgerechnet, dass der so gut trifft. Hatte gehofft, dass die halbe Deckung hier oben eben durch die enorme Erhöhung reicht, aber offensichtlich nicht der Fall. Und jetzt kriegt sie auch noch gefeuert. Puh! Das wäre jetzt auch zu arg gewesen, wenn sie auch noch gestorben wäre. Aber der kriegt sich leider nicht unter Kontrolle. Das macht das Ganze jetzt hier etwas problematisch. Ich muss jetzt mit denen hier agieren. Sonst habe ich echt ein Problem. Muss was machen. Sie versorgt sich erstmal selber. Ich will nicht, dass sie hier durch einen Mindfray einfach sofort sterben kann. Also durch so eine Psi-Attacke. Und sie geht jetzt auch erstmal aus der Schussbahn raus. Wie schnappt sich diese Position? Sind noch mindestens drei Stück hier auf der Ecke. Ja, kann wieder einen Schuss machen, sehr schön. 69, den nehmen wir. Ach, come on, 69 kann man auch echt mal treffen. Verdammte Scheiße, ey. Bloß nicht verklicken jetzt hier. Und wir haben wieder einen Flanking. Sehr schön. Puh, das war wichtig. Halbe Deckung. Wohin das Auge blickt. Überall nur halbe Deckung. Aber hier konnte ich zumindest ihn flanken, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, das ist es wert. Kommt die andere da auch in die Reichweite? Könnte sich höchstens hier anstellen oder so, das ist nicht wirklich effektiv. Also sie versucht jetzt hier auch gleich mal aufs Hausdach, von da oben noch irgendwas auszurichten. Panik von ihr ist weg, das heißt, sie kann sich wieder ein bisschen besser bewegen. Ein bisschen besser treffen vor allen Dingen. Ich muss hier noch was machen. Ich würde am liebsten hier eigentlich die Flanking-Attacke wagen, aber dann stehe ich hier selber in halber Deckung. Und ohne die Smoke Grenade von ihr ist das eigentlich eine blöde Idee. Also verzögern wir diese Aktion noch im Einzug. Gehen mal kurz hier hin und schauen, ob wir von hier einen Winkel haben, der vernünftig ist. 25 ist es nicht. Aber wir stehen hier in voller Deckung, also können wir einen Schuss wagen und in der nächsten Runde dann die Aktion mit der Smoke Grenade und dem Auto machen. Tja, schade, aber wird zu erwarten. Er hat es gerochen und verbiss sich in eine bessere. Ja, das hätte mir jetzt noch gefehlt, da hätten sie dann noch einen zweiten einfach runtergeholt. Drei Stück sind es immer noch. Sie sehen sich eben durch meine Manöver auch gezwungen, ein bisschen blöde Aktionen zu machen. Das gefällt mir schon mal. Bringt mir es jetzt überhaupt noch viel, hier rauszugehen. Die Flanking-Attacke auf ihn kriege ich jetzt nicht mehr dadurch. Aber auf ihn. Zuerst schauen wir mal, was wir hier vom Dach wieder ausrichten können. Die Trefferchancen sind einfach bedeutend besser. Können beide den sehen. Okay, und was kann sie machen? 31.
Ist nicht gerade so die pralle Chance. Versuchen wir es mal. Ja, es wird nichts. Ah, ich bin mir unsicher, ob ich hier jetzt mich rauswagen soll. Wahrscheinlich sollte ich lieber versuchen, hier vom Dach die jetzt zu erledigen. 5% Crit ist aber scheiße. Also die Chance ist nicht viel schlechter auf den. Nehmen wir mit den. Verdammt. Jetzt bitte den anderen Schützen vom Dach. Den brauche ich jetzt. 54. Komm schon, komm schon, komm schon. Schmerzhaft. Jetzt bin ich jetzt gezwungen, was zu machen. Ansonsten kriegen wir hier oben gleich wieder einen von denen ab. Hier draußen aber mit einer Smoke Grenade hinzuhocken, ist auch nicht so geil. Bietet vor allen Dingen auch nicht so, dann könnte vielleicht einen Flanking Shot auf den kriegen. Das ist halt die Sache. Okay, probieren wir es. Du bereitest den Move vor. Ach, du führst ihn aus, Gonzales. Ja, da ist die Flank. Jetzt bitte, 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 lass sie den Crit machen und das Vieh killen, das wäre wichtig. Ja, sehr schön. Gott, ich habe sogar die Hände gefaltet, das wird ja echt ein bisschen gruselig hier. Und da haben wir noch ein zweites, okay. Suppressed, ja, das ist okay. Jetzt ist die Frage, was er macht. Schießt aufs Dach. Oh Gott! Zum Glück hat sie das überlebt, ey. Das war verdammt knapp. Ja, I feel you, I feel you. Jetzt müssen wir hier vom Dach wieder. Ach, shit, jetzt muss ich auch noch nachladen. Und sie kann. Und sie muss auch nachladen. In diesem Zug werde ich nicht zu viel kommen. Soll sie auch dorthin gehen? Stimmt, beide in Deckung. Er muss nachladen, ey. Das ist jetzt echt ärgerlich. Dann kann ich auch zumindest hier weggehen. Kann er mich nicht killen. Ich probier's. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, verdammt, das wäre jetzt so wichtig gewesen. Hey, sie hat eine Granate. Was, wieso kann sie den nun 5 Meter weit werfen? Was ist denn das für ein Mädchenarm? Wahrscheinlich wegen dem fucking Suppressing Fire. Oh, ist das ärgerlich. Den Zug muss ich jetzt noch überleben. Entspannung ist echt so abartig bei dem Spiel. Jetzt ist die Smoke Grenade weg. Ah, sie hat sich wieder gefunden. Das ist schön. Jetzt kann sie nämlich hier den Flanking Shot machen. 100%, Baby. Stirb. Jetzt kann ich ihn richtig behaken von allen Seiten hier. Das gefällt mir gut. Ein Verlust ist zu verkraften. 31, probier dein Glück. Erstmal den hier vom Dach. 54. Auch nichts. Okay, wir gehen auf Nummer sicher und schmeißen die Granate. Keine Lust, den jetzt noch einen Soldaten zu verlieren. Hätte natürlich jetzt noch mit dem anderen Schützen feiern können, aber. Jo, das war die zweite Mission von XCOM. Enemy Within und mit dem Longwar-Mod installiert. Der, wie ihr seht, das Ganze bedeutend spannender macht. Also, es ist echt krass. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich fliege jetzt noch zurück in die Basis, aber ich glaube, außer ein paar Beförderungen werden wir jetzt nichts mehr machen in dieser Episode. Ja, sind aber ein paar Beförderungen. Ja. Den haben wir verloren. Gut, schauen wir mal, was es so gibt.
Ein Assault oder ein. Ich weiß gar nicht, was das genau für eine Subklasse ist. Aber wir nehmen den Assault mit Run and Gun. Das ist einfach Gold wert. Dann haben wir einen von den anderen. Nehmen noch einen zweiten Medic erstmal, bevor wir auf den Engineer gehen. Und wir nehmen einen Scout. Einen Sniper haben wir schon. Okay. Ein bisschen Meld gab es diesmal. Ein bisschen mehr, weil wir einen Kanister eingesackt haben. Dann haben wir verringert. Ich glaube, hier gibt es jetzt auch. Ach, Moment, eventuell könnte ich. Ja, ich kann jetzt hier das zweite Ding ausheben. Das sollte ich gerade noch tun. Und schon ist das Teil fertig. Die Satelliten sind. Expand Event List. Die Satelliten sind auf dem Weg, kommen nach dem Uplink, wie es sich gehört, und vor dem ersten Council Report. Schön, schön. Okay. Forschung dauert alles noch. Jo, das war's. Mit unserer zweiten Episode von dieser Runde. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze liked oder subscribed. Und wie schon gesagt, wie am Anfang des Videos erwähnt, falls ihr Lust habt, hier zu meinen tapferen Soldaten zu gehören, die natürlich überhaupt niemals getötet werden, wie ihr gerade eben gesehen habt, und selten verwundet werden, dann tragt euch doch einfach mit einem Kommentar in das Video ein. Dann werde ich euch hier, naja, verewigen, kann man eben nicht so ganz sagen, aber. Ihr werdet schon sehen, wie lange ihr dann haltet. Bis zum nächsten Mal mit eurem Nachbarn.